Auch wenn es sehr, sehr, sehr gut war, dass wir so viele Kisten jetzt gefunden haben, die letzten Folgen, die letzten beiden Folgen. Sonst hätte es echt doof enden können. Die sind echt gut darin, die beste Position zu finden. Muss man schon sagen. So, du machst jetzt bitte nicht minimalst Schaden, sondern du machst mindestens 2. Ich werde es in Zukunft immer spezifizieren. Ja, kaputt. Du kannst bis da gehen, also kannst du wieder dahin gehen und warten. Du. Das Vieh wird diese Runde sterben. Also gehst du dahin, schießt die in den Rücken. Okay, das Vieh muss diese Runde sterben, deswegen nimmst du nicht die Axt. Oh, warte mal, doch, du kannst einfrieren. Und das ist vollkommen egal, denn muss das auch nicht diese Runde sterben. So, einfrieren. Alles gut. Du, Axt, draufhauen. Oh. Okay. Runde wenden. Na komm, Niedler, du kannst 2 Schaden an uns verursachen. Das ist doch toll, oder? Flammenwerfer? Naja, eine Runde noch. Du, geh mal da hin. Dich locken wir jetzt ganz seelenruhig zu uns hin. Und dann frieren wir dich ein, fackeln wir dich ab oder sonst irgendwas in der Richtung. Komm, put, 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 put. Ovich. Flammenwerfer. So. Wusch. 31. Chef. Flammenwerfer. Wusch. 17. Dezenter Unterschied. Er hat noch 22. Wir müssen also nur 7 Schaden machen. Ich traue da uns hier nicht. Außerdem wird entweder Ovich oder Chef getroffen. Also nimm bitte das Gewehr. Mach 7 Schaden. Obwohl, stell dir erstmal genau davor, damit du noch mehr Schaden machst. Und jetzt 7 Schaden, mindestens. 18. Ja, das reicht. Ist größer als 7. Wusch. Schön, schön. So. Du. Heil bitte. Ovich, heil bitte, Ovich, heil bitte, Ovich, heil bitte, Trantin, heil bitte, Trantin, heil bitte die Rothaarige und das war's, glaube ich, mit Bandagen. Schmerzmittel noch für dich. Schmerzmittel für dich. Schmerzmittel für dich. Schmerzmittel für dich. Und sie stöhnt ja gar nicht beim Einnehmen von Medikamenten. Also es ist sehr sinnig, aber die Jungs machen das irgendwie immer. Na gut. Kein Gruppenzwang bei uns, das ist alles gut. Du. Flammenwerfer in die Hand. So, reingucken. Hier drin scheint jetzt irgendwo das Labor versteckt zu sein. Wahrscheinlich bei diesem high-techy aussehenden Fahrstuhl. Okay, dahin. Knopf zum Rufen des Aufzugs. Wir würden erstmal gerne hoch, weil oben drauf war eine Kiste. Hey, was für ein Spaß! Ihr kommt, um uns zu holen, meine kleinen dämonischen Freunde, hä? Sei ruhig, Ovich. Ich halte das nicht mehr aus. Reißen Sie sich zusammen, Trantin! Zusammenreißen? Oh oh. Das Spiel ist aus, Sir. La fin, finito, sense, Feierabend, Ende. Der Tod ist nicht das Ende. Ich habe noch eine Theorie, wie wir Leute aus der Gruppe verlieren könnten. Ovich erschießt Trantin. Oder umgekehrt. Oder der Chef erschießt einfach beide, weil sie durchgehend nerven. ja, also wir haben Pain God, der ist feuerresistent. Und wir haben einen Reverend. Den Reverend zünden wir jetzt mal an. Den Pain-Gott frieren wir ein. Gefrierschutz. Oh, das ist neu. Du.
kannst nicht so wirklich viel was machen von hier aus. Das heißt, Obisch wird gleich eingefroren. Das ist dann halt so. Oh, warte mal, wir können sie daneben stellen und eventuell wird sie ja eingefroren. Hau mal da drauf. Mit Glück. Bam. So, jetzt mach ihn stinkig genug, dass er dich einfriert und nicht Ovich, weil Ovich ist wichtiger. Du stehst einfach nur da und verteidigst dich. Ohne Wenden. Mal schauen. Jo. Sehr gut. Also mit einem Stahlrohr auf den Schädel geschlagen zu bekommen, macht anscheinend wütend. Vor allem, wenn der Schädel so riesig ist. So, du. Was machst du mit dem Pain God? Du stellst dich da hin und machst irgendwas mit seiner Seite. Gewehr zum Beispiel. So, über 50% Schaden. Sehr schön. Du gehst da hin und zündest den Reverend nochmal an, weil es keine Muni verbraucht. Und du den Skill hochkriegen musst. Das macht richtig gut Schaden jetzt schon. Ja, der ist nächste Runde tot. Das heißt, du kannst dahin gehen und hoffentlich mit der Schrotflinte den Pain God angreifen. Oh, das ist der falsche Char. Ups. Ja, nö. Dann kannst du hoffentlich mit... Dann kannst nicht mehr angreifen. Was soll's? Sie kriegt Tantin halt einen auf den Deckel. Flop. So, Ovich, Seite, Axt, rauf da. Trantin, Pistole, kaputt. Jo. Kurzer Kampf, aber es war auch nur optional. Wir wollen ja nur an die Kiste hier ran. Genau, die da. Mit Blitzschlag, Kevlar-Weste, Aufputschmittel und Tränengasgranaten. Das gucke ich mir nochmal näher an. Also, Kevlar-Weste bekommst du, kugelsichere Weste bekommt sie. Hätte sie auch schon seit einer ganzen Weile bekommen können, aber meh, es ging auch so. Was haben wir da noch? Aufputschmittel. Zeitweiliger GP-Aufschub, GP-Schub mit Nebeneffekten. Oh. Das heißt, wir kriegen mehr Lebenspunkte, aber es hat irgendwelche Nebeneffekte? Okay. Klingt jetzt nicht so toll. Die mal verteilen, falls der Chef stirbt. Du hast noch Gewehrmunition, du hast noch Gewehrmunition. Blitzschlag. Erzeugt künstlichen Blitz, der alle Feinde in Reichweite verbrennt. Ovich, das kriegst du mal. Das heißt, falls jetzt irgendwann ein ganz wichtiger Kampf kommt, machen wir das da, dann Raketenwerfer. Das klingt sehr gut. Also du, dahin. Und jetzt fahren wir runter. Runter. Ting. Oh, ich glaube, den Weg nach oben müssen wir uns später freikämpfen. Haben wir hier irgendwas? Da ist ein Ausgang. Könnten wir jetzt theoretisch zu Fuß hochlaufen? Da ist nämlich eine Kiste. Öffnen. Pistolenmunition, Napalm. Oh, Napalm ist sehr gut. Und Nahrung ist auch super, weil damit können wir besser feintunen, wie geheilt werden soll. So zum Beispiel. Und so zum Beispiel. Da geht's auch noch weiter. Aber höher geht's nicht. Das ist komisch, aber okay. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Wir gehen jetzt runter in ein Labor. Da kommt ein riesiger Kampf mit einem Supermonster und ganz vielen kleinen Kram. Dann zerstören wir irgendwie das Labor mit einer Selbstzerstörungsanlage und müssen dann hier hektisch rausfliehen. Und irgendeiner von uns opfert sich noch. Das wäre so ein richtig schön klischeehaftes Ende. Ausgang.
Okay, wir müssen sie leider eine Weile hier alleine lassen. Nichts da, ich komme mit ihnen. Ich kann nicht einfach untätig hier rumsitzen, während meine übereifrigen Kollegen mir den Pulitzer vor der Nase wegschnappen. Du bist der einzige Reporter hier. Nein, ich habe meine Befehle. Das da drinnen ist eine streng geheime Sache. Außerdem ist es zu gefährlich. Sie müssen hier bleiben. Ich darf ihr Leben oder das meiner Männer nicht aufs Spiel setzen, um ihnen eine Story zu verschaffen. Na prächtig. Also gut, ich werde mich hier verstecken. Aber wundern Sie sich nachher nicht, wenn Sie meine Überreste einzeln einsammeln müssen. Regen Sie sich ab. Wir sind ja bald zurück. Schon wieder ein NPC weg. Eine Topfpflanze? Was ist denn das jetzt wieder? Es sieht aus, als wäre es an die Wand genagelt. Diese widerliche Teufelsfratze hat sich wahrscheinlich mit Genuss selbst gekreuzigt. Abstand halten! Das ist mir nicht geheuer. Wenn es sich bewegt, Feuer eröffnen. Bewegt sich die ganze Zeit. Und, alles komisch. Teilt euch mal auf. Du gehst da lang. Du gehst da lang, guckst nach da. Verteidigungshaltung. Verteidigungshaltung. Und du gehst oben rum. Verteidigungshaltung. Es kommt bestimmt gleich Verstärkung, oder? Nö. Achso, und wechselt bitte mal auf ordentliche Waffen, damit ihr ordentlich zurückschießen könnt, falls ihr einen Gegenangriff bekommt. Verteidigen. So. Gewehr in die Hand. Gewehr in die Hand, nicht komische Munition. Verteidigen. Und Ovic, geh auch ein bisschen weiter nach oben. Und nicht mit der Axt, sondern mit, ja, Schrotgewehr ist gut. Verteidigen. Sollen wir jetzt echt nur dran vorbeilaufen? Das wäre sehr komisch. Vielleicht gibt es ja ein Secret, wenn man doch nah rangeht und das ist dann ein übermächtiges Wesen, das einem sein Wissen mitteilen möchte. Bist du ein übermächtiges Wesen, das uns sein Wissen mitteilen möchte, oder willst du es einfach nur auffressen? Lauf durch. Es gibt keinen Verlassebereich. Aber wir sind jetzt unten. Ja, okay. Das klappt so nicht. Das heißt, wir nähern uns dem Vieh jetzt doch. Und töten es dann. Aber erstmal versuchen wir rauszufinden, ob was für eine Reichweite man da rangehen muss. Weil ich hätte es gerne so, dass alle drei in einer Runde darauf zugehen können. Du heißt Messia? Das ist ganz schön ketzerisch. Aber okay. Und wenden. So, Messia. Wir zünden dich jetzt an. Was? Du warst gar nicht wirklich da. Okay, dann macht der Rest mal nichts in der Hoffnung, dass das Ding jetzt nicht Ovic angreift. Verteidigen, verteidigen. Was zur Hölle? Du, Axe, Messier. Das zählt nur als ein Block. Okay. Stell dich da hin, verbrenn ihn. Verfehlt. Was ist ein Feuer? Ein Flächenfeuer. Wie? Okay, stellst dich da hin und frierst ihn ein. Wird er wenigstens auf rumzuzappeln.